Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther. Dies ist jetzt die Rückschau vom zweiten Teil Bioshock Infinity Let's Play. Hier werde ich jetzt erwischt. Da stellt sich sozusagen für die Herren hier raus, dass ich nicht einer der ihren bin, sondern ich habe irgendwie ein Brandmal auf meinem Handrücken und dadurch wurde ich jetzt erkannt. Hier fangen eigentlich so richtig erst die Kampfszenen an. Das ist wirklich ein, ja, blutrünstiger Moment. Oh oh. Oh oh. Da bekomme ich jetzt auch diesen, ja, Handschuh, wie man das nennen möchte, womit ich Nahkampf machen kann, aber nachher auch, ja, diese Seile rutschen kann. So, hier bekomme ich jetzt mein nächstes Update, will ich mal sagen, meine nächste Kraft. Dafür muss ich aber erst diesen netten Herrn hier töten, der etwas feurig ist. Aber das ging eigentlich recht einfach. So, jetzt muss ich wieder diese Flasche trinken und damit ist die zweite Kraft da. Und die Kräfte werden ja mit Salzen sozusagen verbraucht. Guten Tag. Das ist der. Das ist der Gesuchte. Schon? Richtig. Also ich bin jetzt weitreichend bekannt, dass ich sozusagen der Böse bin und werde überall gesucht. Und diese, ja, Polizei ist halt hinter mir. So, viel Spaß. Auf geht's in die Schlacht. Ich habe diesmal den Untertitel eingeschaltet. Wurde ja mehrfach gewünscht und ich finde es toll, dass mein Let's Play so gut ankommt. Schauen wir mal, was hier so Gruseliges abgeht. Das ist ja recht düster alles. Okay, hier stehen überall Salze rum und sowas. Also das wird wahrscheinlich eine etwas unangenehmere Geschichte. Das macht man ja eigentlich nicht auf dem Tisch rumlaufen, ne? Aber naja. Hopp, hopp. Aber so wirklich frisch aussehen tut das Essen jetzt auch nicht mehr mit den ganzen Fliegen, ey. Oh, mir wird mal wieder grün. Mahlzeit. Entschuldigung. Oh, was ist denn da? Salze und Gesundheit. Na, dann laden wir mal nach. Na, du Vogel. Du Vogel. Oh, was haben wir denn da? Schließfach durchsuchen. Toll. Jetzt finde ich so ein Ding, irgendwie ist nichts drin. Oh, nicht schlecht. Was haben wir hier? Wein. Jawohl. Mahlzeit. So, da haben wir wieder Salze. Oh, saufen, 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 Alter. Renn als in die Hirse, Junge. Bis es oben wieder rauskommt. Ja, renn in die Theke. Hoch die Gläser. Oh. Na, dann hören wir uns mal den Audiolog an. Und als der Engel Columbia den Gründern die Werkzeuge gab, das neue Eden zu erbauen, taten sie es ohne zu zögern. 85 Jahre lang bereiteten sie dem Herrn den Weg. Als aber der große Abtrünnige kam, brachte er Krieg mit sich. Und die Felder Edens wurden getränkt mit dem Blut der Brüder und Schwestern. Die einzige Befreiung, die er zu bieten hatte, war der Tod. Also das verstehe ich jetzt nicht. Ich hatte mir mit dem Untertitel angemacht, deswegen ich gucke nochmal nach. Sorry dafür. Audio? Da. Dialoguntertitel eingeschaltet. Okay, also wird das wahrscheinlich dann nur dann erscheinen, wenn ich mit irgendjemandem quatsche.
Okay. Und so führte uns der Prophet nach Peking. Und wir zeigten dem Sodom unter uns unsere wahre, von den Gründern erhaltene Mission. Und als die Mandarine und die Heuchler aus Washington... Vorrücken! Aus Versehen das falsche Ding geklickt. Ich mach dich platt, was hältst du davon? So, machen wir mal Turbo einsammeln. Wo bist du denn? Oh, da hinten ist ein Salz. Hier bin ich. Goku. Oh, Gesundheit ist voll. Wo denn? Da. Und noch einen. Hier, ich hab welche. Ich hab Munition. Hier. Da. Du bleib doch mal stehen. Hier hast du Munition. Er wollte Munition. Jetzt liegt er da, der arme Troll. Tja. Kann ich jetzt... Oh, was haben wir denn da? Okay. Erhöht die Gesundheit. Schild. Salz. Also ich glaube, Schild wäre, glaube ich, am günstigsten, ne? Wegnehm den. Gut. Schlüssel? Oh, Schlüssel. Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes? Ah, guck mal hier. Na dann. Wovon hat der große Befreier die Niger denn befreit? Von seinem täglichen Brot, vom Adel ehrlicher Arbeit, von wohlhabenden Schutzherren, die ihn von der Wiege bis zur Bahre unterstützten. Von Kleidung und Schutz. Und was hat er mit seiner Freiheit gemacht? Nun, geht nach Finkton. Dort seht ihr es. Von allen Lebewesen wird nur der weiße Mann freigeboren. Und es ist unsere Last und Aufgabe, für den Rest der Schöpfung zu sorgen. Na, wenn du meinst... Heute Nachmittag startete der niederträchtige Schurke, den viele für ein Mitglied der Vox Populi halten, seinen schrecklichen Amoklauf. Alles ging sehr schnell. Hasserfüllt und zum Äußersten bereit, verletzte der Anarchist mehrere kolumbische Peacemaker, bevor er sich bis auf die Zähne bewaffnete und in eine Menge voll... Schauen wir mal, was jetzt auf uns zukommt. Es geht auf jeden Fall ganz schön weit. Ach, nach oben geht. Ich hab gedacht, es geht nach unten. Hallo, mein lieber Troll. Was haben wir denn hier? Salze könnte ich mal gebrauchen. Dann bin ich voll, ne? Also nicht ich bin voll, sondern, ne? Die Waffe ist voll. Ja, ja, ist schon klar. So. Toll, jetzt habe ich gerade Salz gekauft, jetzt liegt da Salz rum. Auch nicht schlecht. Was gibt's denn hier noch Schönes? Kohle! Ja. Muni ist voll. Da geht's weiter. Was haben wir denn hier Schönes? Aha. Protecting our race. Hä? Naja. Maschinengewehr. Wieder so ein... Liebe Mutter von Columbia, warum beten wir drei Symbole zum Gedenken an dich an? Wir beten das Schwert an, auf das wir dich rächen.
Wir beten den Raben an, auf dass wir Augen überall in der Stadt haben. Wir beten den Sarg an, denn er symbolisiert die Schwere unseres Versagens. Na dann, auf ins Getümmel! Oh. Hey! Bleib mal hier, mein Freund! Werfen wir doch mal so ein paar Eier hier hin, ne? Keine Gnade für uns! Das war alles? Nein, war es nicht. Aber jetzt anscheinend. Irgendeine neue Kraft? Okay. Oh, Gesundheit ist voll. Dann geht's nicht. Leiche gesucht? Killer-Krähen! Zeigt das. Prosit! Oh oh. Du hast da was im Mund. Am Mund hängen. Press to summon murderous crows. Hold and release to create a nest trap. Okay. Das heißt, wir haben eine neue Kraft. Hä? Was? Das ist deine Schuld. Gleich mal ausprobieren, die netten Vöglein. Ich hatte doch hier irgendwo noch... Aua. Na, immer noch nicht genug? Gesundheit ist schon wieder voll. Halt doch mal den Sattel. Ich hatte doch vorhin hier noch irgendwo so ein blaues. Ach, da unten steht's. Alle. Hopp! Oder auch nicht. Bin schon wieder zu fett. So. Hier liegt nichts mehr rum. Gibt's hier irgendwas Besonderes? Nee. Na dann geht's weiter. Da haben wir doch. Wie Salze voll. Zähl mal nicht. Der falsche Hirte, dieser Anarchist. Was? Upp! Irgendein Hut war das. Also ich habe anscheinend jetzt so einen Hut aufgesetzt, der mir anscheinend auch ein bisschen mehr Gesundheit oder irgendwas gibt. Ich weiß zwar nicht, was da jetzt Platte ist. Von der Station aus komme ich bestimmt nach Monument Island. Was? So, na denn, fahr los! Gucken hier, was der mir jetzt zeigen will. Da ist es. Da muss ich hin. Die Frage ist nur gerade wie. Ah, hier. Guck mal da. Jupp. Ist wieder irgendwas in die Kisten drinne? Jawoll. Fug. Geh ich erstmal dahin? Ja, genau, ich geh erstmal da rein. Gucken, was es hier gibt, Schönes.
zusammen. Hm. Welche Augenfarbe hat er hier? Blau. Nein, grün. Warum komme ich da nicht rein? Okay, Miss, erinnern Sie sich an die Haarfarbe? Es war rot und lockig. Er sah aus wie ein Ire, fand ich. Super. Opa, warum brennen die denn alle, wenn ich schlage? Du hast kein Rückgrat. Wo bist du denn? Da, guck mal, die brennen alle. Warum brennen die denn alle? Na, Häschen, was ist mit dir los? Ich tu dir nichts. Gesundheit. Hachi. Hat doch keiner genießt. Geld. Ich bin geldgeil. War jetzt ein Scherz. Was? Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee. Ich trinke nur Kakao. Ich mag keinen Kaffee. So. Hier oben war noch eine Tür. Gucken wir, ob wir da noch reingehen können. Nee. Zigaretten. Smoken wir erstmal eine. Was gibt's hier Schönes? Ola. Das war eine Mülltonne. Na dann, Alep. Und Alep. Ist das? Du entkommst mir nicht! Wo bist du denn? Ja. Ist hier noch irgendwas? Nö. Na, dann gehen wir mal hier hoch. Was haben wir denn hier alles? Das könnte böse enden. Bereich verlassen. Na dann. So, jetzt sind wir schon in der nächsten Runde. Und ihr wolltet ja, dass ich sozusagen das Video mal ein bisschen länger mache. Obwohl, ehrlich gesagt, eine halbe Stunde ist eigentlich völlig ausreichend. Dollarbill. Ne, komm her, Dollarbill. Kassiere ich mal. Viel ist das jetzt auch nicht gewesen. Was bist du? Krähenfallenhilfe. Oh Gott, so viel Kohle habe ich gar nicht. 1485 oder 1241. Das ist ein bisschen viel. Oder kann ich das jetzt verkaufen? Ich glaube, egal. Wo bist du denn? Hä? Da. Was ist nur auf einmal hier? Die tötet ihn. Mach so Dinger nicht. Du hast keine Rückkehr. Ich dachte, die bleiben ein bisschen länger hier. Zack, guck mal, wie er brennt. Nein! Ah, falsch gemacht. Oh. Ich bin auf Seite. So, jetzt. Edge Badge. Wo ist der?
Hier bin ich. Such mich doch, wenn du kannst. Alter, wie sie zerschmöbeln. Hier bin ich. Boah, der hat aber Kohle dabei gehabt. Ich glaube, das war's. So, ich glaube, die haben es hinter sich. Müssen wir langlaufen? Pistola! Mahlzeit. Gibt's hier irgendwas für nett? Irgendwas Schönes? Oh, hier komme ich nicht raus. Hier? Oh ja, hier geht's weiter. Beziehungsweise hier war ich vorhin, oder? Was haben wir denn hier? Kraft! Ein Tonic! Krähenfallenkram. Links! Wunderformel! Ah, hier, Salz könnte ich gebrauchen. 19 und 67, 25%. Das müsste theoretisch ausreichen. Ja. Dankeschön! Jetzt finde ich gleich wieder Salz, ey. Da beißt ich mich in den Hintern, ey. Oh, was haben wir denn hier? Ich muss erstmal wissen, wo ich hin muss. Verzeihung, Sie haben keinen Zutritt zu Mortimer Island. Oh. Sie müssen gehen. Personal erreicht die Insel über die Skyline. Das geht die nicht. Die Skylines, ha? Huh? Diese Dinger, mit denen die Cops da vorhin bei der Verlosung ankamen. Ach, wie scheiße war das denn jetzt? Durch das extra verbraucht bin ich so wieder nichts. Diese Linie geht nach Monument Island. Mal probieren. Alle, hopp! Ab geht's. Wow, 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 wow. Wo geht's denn lang hier? Ach, da. Uiuiui, der ist aber geflogen. Oh, guck mal hier. Das ist natürlich eine tolle Sache. Dann nehme ich doch wieder Schild. Oder? Oder soll ich diesmal, nee, ich nehme Schild. Lieber ein bisschen mehr Gesundheit. Ah, Hilfe, was ist denn hier los? Oh, warum ist mir so schwindelig? Hilfe! Kotz! Ah ja. Drücke C, um das Geile rumzudrehen. Also dann. Duffer, drehen wir mal um. Warum in Gottes Namen ist mir so. Ah, hier kann ich Schub geben. Yippie! Achterbahn! Der hat's hinter sich. Oh, guck mal hier, Salze. Sehr gut. Aber warum war mir eben so schwindelig? Hebel betätigen. Hä? Was war das jetzt? Ah, jetzt habe ich da freie Bahn. Ah, alles klar, jetzt verstehe ich. Judy, dann geht's weiter. Jetzt müssen wir die richtige Richtung finden. Ich hoffe, das ist die richtige Richtung. Ich komme da nicht weiter. Der ist weg. Stimmt, der ist ja runter. Ich drehe hier keine Türen ein. Weißt du, was für ein Gesindel hier wohnt? Hilfe, Hilfe! Meister.
Hui. Da oben ist noch eine Skyline. Wenn ich irgendwie höher rauf käme, käme ich wohl ran. Ja, wo bist du denn, mein Schatzi? Komm, leg mich mal um. Wo bist du denn? Du quatschst, aber bist nicht da. Was war denn da? Wo denn? Die Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Du bist nichts Besonderes. Quatsch nicht, komm her. Hier gelandet. Oh. Ne, wie komme ich hier drauf? Was? Leicht durchsuchen? Das hätte ich gemacht. Renn fröhlich, mein Freund! ich glaube, ich kann den Leichen nicht mehr durchsuchen, ne? Wenn die nicht mehr da sind, glaube ich, so, ne? Hier, Salze. Was ist das denn? Salze voll. Ah, guck mal hier, kann ich weiterfahren. Sagt der eigentlich jedes Mal Fuck? Ich glaube, da muss ich jetzt hin. Bevor ich wieder runtereiere. Aber ich glaube, ich komme nicht darüber. Trete zurück! Trete zurück! Der du den Delaware überquertest mit flammendem Schwert auf Engelsflügeln. Behüte mich und gib mir Kraft. Vater Washington, erhöre mich. Der war auch geil, wa? Ja, war ja wohl mal geil. So, gucken wir erstmal, was hier los ist. Oh, ich verwandle mich. So, ich muss aber da oben hin. Also, das ist das Problem. Also, da muss ich jetzt irgendwie noch eine Lösung für finden. Ich guck mal, was er sagt, wo ich hin. Aha, das war mir klar. Nee, ist klar. So, na gut, dann würde ich sagen, dann schließen wir jetzt hier mal ab. Ich hoffe, also ich gucke nicht immer so auf die Zeit, ich mache das so einfach nach Gefühl. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ja, haut's drin, bis zum nächsten Mal.